Thema EU-Führerschein. Man darf in Deutschland mit einem ausländischen EU-Führerschein fahren, sofern alles richtig gemacht wurde. Ich werde immer wieder gefragt, wenn aber doch der Polizist bei mir vor Ort das anders sieht und ein Strafverfahren einleitet, weil er sich unsicher ist, ob das denn alles so stimmt mit dem ausländischen EU-Führerschein, dann kann ich nur sagen, an der Stelle kann geholfen werden. Und zwar biete ich meinen Mandanten an, dass ein individuelles Rechtsgutachten erstellt wird. Das bezieht sich auf den individuellen Fall des Mandanten unter Einschluss der Vorgeschichte. Es verweist auf die einschlägigen Rechtsquellen und Entscheidungen, die maßgeblich sind für die Gültigkeit. Und dieses Gutachten endet mit dem Hinweis, dass eine Gültigkeit der Fahrerlaubnis vorliegt und derjenige, der trotz Kenntnis von diesem positiven Gutachten ein Strafverfahren einleitet, sich möglicherweise selber strafbar macht, nämlich wegen der versuchten Verfolgung unschuldiger. Das ist in § 344 Strafgesetzbuch geregelt. Dieses Gutachten legen sich meine Mandanten ins Handschuhfach zum Beleg dafür, dass sie mit ihrer ausländischen EU-Fahrerlaubnis in Deutschland fahren dürfen. Wenn Sie Anregungen haben oder Meinungen auch zu diesem Beitrag, gerne unten die Kommentarspalte nutzen oder abonnieren Sie meinen Kanal. Ich veröffentliche regelmäßig Videos auch zu diesem spannenden Thema.